Auf ein Neues, zu einer weiteren Folge von Let's Play Yooka-Laylee. Erstmal, wir haben im letzten Part wieder ein gutes Backtracking gemacht und man sieht, oh, wir können ja nicht rein. Aber wir können einfach wusch, ups, jetzt. Ja, du musst weggehen. Und da sind wir nicht mehr da und haben sie. So. Und jetzt wollen wir uns noch einen Herzchecker holen, der in der Overworld ist und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir ihn gefunden haben. Und da sind wir schon. Man sieht hier, da war so eine erhöhte Rampe, ich bin hier einfach hochgeflogen. Und hier ist der Lebenschecker der Overworld. So. Und Flo hat noch was Kleines zu erzählen, das kann er jetzt machen auf dem Weg zur fünften Welt, vierten Welt, meine ich. Genau. Ja, Leute, ihr müsst euch auf jeden Fall den letzten Part angucken, da ist uns nämlich auch ein Malheur passiert, also... Ich weiß nicht, was passiert ist, ich werde mir das auch nochmal angucken, aber... Irgendwie hatten wir die dritte Welt gar nicht erweitert und sind dann direkt zur vierten gegangen. Ich weiß nicht, ob das nach dem Boss war und dann wir einfach gedacht haben, cool, wir gehen einfach jetzt dahin. Hm. Aber wir waren irgendwie zu dumm und Jan ist das ja auch aufgefallen, warum ist das Buch denn so klein? Und dann waren halt eben alle so groß. Dann hab ich gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Tja, da fragt man sich, woran hat's gelegen? Aber das passt gut, wir müssen nicht in die fünfte Welt, da haben wir den Lebensstecker. Irgendwo, irgendwas pfeift hier aber. Aber vielleicht wollen wir da... Nee, wollen wir nicht. Es fehlen also noch 4 Geister insgesamt, das ist nicht viel. Gibt aber... Es gibt keine Geister auf der Oberwelt. Das ist wahrscheinlich dieses andere Teil. Ist die das? Nee. Wer pfeift hier? Guck doch mal, was es in der Oberwelt gibt. Für Items. Für Gegenstände. Dann können wir doch ausschließen, was sein kann. Oh Gott, ja. Nee, die gibt's gar nicht. Hm. Gibt's noch ein Energiestecker-Ding? Oder eine Peitsche. Aber pfeifen die Energiestecker? Ich weiß nicht. Die Peitsche glitzert eigentlich nur und pfeift nicht. Ja. Mann, wo bist du denn? Na egal. Falscher Knopf. Okay, wir sehen uns in der nächsten Welt wieder. Und da sind wir wieder in der vierten Welt. Krass, das ist das erste Mal, dass du es richtig gemacht hast. Gut, kannst ja mal schon mal fliegen und gucken, wo dieser Brunnen ist. Mit den goldenen Statuen. Da sind sie. Und da oben ist irgendwo der Stecker. Da ist er. Der letzte. Wir haben alle Leben. Spiel kaputt. Das Spiel kommt damit nicht klar, dass wir alle Leben haben. Eieiei. Guck mal, wie viel, ja, geh mal kurz ins Menü. Ich will mal gucken, welche Ghostwörter wir haben. Blaue Lila fehlen noch, okay. Dann guck ich mal, wo sie die sind. Wo ist denn die Tonikum-Frau? Ich weiß es nicht. Die stand da unten irgendwo rum. So weit weg kann die nicht sein. Die war immer sehr zentral. Oder geh irgendwo rein, wo was lädt oder so. Keine Ahnung. Blau. Ja, habe ich jetzt 2 bekommen? Ja, wegen dem Tonikum? 2 neue Schmetterlücken. Achso, der war noch nicht angezeigt. Oder so. Deswegen hat es leichter geblieben. Hier steht, der blaue kann da gefunden werden, in der Nähe des Goldkurses. Atop a golden block. There's several enemies around it, so be careful as you approach. Auf einem goldenen Block.
Ja, wahrscheinlich hier. Kurs. Hier hätte doch irgendwas gepfiffen. Ja, der versteckt sich. Ich hab das doch gesagt. Der war da irgendwo. Muss man nur gucken, wie. Wie gesagt, beweg dich, schau. Vielleicht kommt er dann. Der muss da oben sein. Du musst auch da oben drauf bleiben, glaube ich. Beweg dich. Nur schon Kamera drehen. Der taucht hoffentlich irgendwann auf dann. Hopper Golden Block steht da. Alter, dieser Gott. Gut auf dem drauf. Hört sich lauter an. Und da du sehr viel, also viele Gegner gesagt hast, denke ich mal eher, dass das hier ist. Ja, da war er. Oh. Ja, gut. Du hast ihn gehört, aber er war ein bisschen weiter noch weg. Er war einfach direkt da drüber, wow. Ah. Ey. Ich würde sagen, wir holen dann auch noch in der letzten Welt alle Geister, dann haben wir nämlich genau 100 Pages. Ernsthaft, ich würde das jetzt hier machen. Ich habe jetzt keinen Bock, da auch nochmal hinzugehen. Es ist nicht weit weg. Ich wüsste halt nicht, wo hier noch Sachen sind, deswegen. Ah! Von mir aus kann man es auch hier machen, aber das würde halt gut passen. Vielleicht kriegst du auch ein Achievement, wenn alle Geister ist. Das Achievement ist mega. Erstmal muss ich jetzt den hier kriegen. Ja, wie gesagt, das ist nur eine Sache von Sekunden. Muss ich ihn auch schlagen, oder? Weiß ich nicht, mach's doch einfach. Hast du keinen Nachteil, oder? Ey, ich fühle mich verarscht hier, ne? Ah, schön. Blöder Geist. Es muss doch irgendwas geben, wie man den leichter bekommt. Ja. Ich muss ihn anschalten. Ach, das war das, stimmt. Was fehlt noch? Lila oder pink. Okay, der ist. Du kannst gucken, wo ich wieder das Schweinchen hinfliegen sollten, zum Beispiel. Ja. Orange fehlt. Rot und grün fehlen noch. Nee, das war die falsche Welt gerade. Das ist wahr. Lila fehlt noch. Pink fehlt. Ja, hier steht. Head left out of the beginning section. Also vom Start links. And look for the memory game room. Das Memory-Spiel. Ach, das war das, wo wir die Sachen da angeschossen haben. Im vierten Raum. Close to some raised pillars. You'll have to use ice seeds and slurp shot to claim him. Das ist der Typ, der fressen will, stimmt.
Was machst du? Nichts. Wo jetzt? Ach, da kann man auch noch rein mit dem Hubschrauber. Ja, vom Start erstmal links. Und dann ist das da, wo wir dieses Memory-Spiel gespielt haben, wo du die richtigen Dinge abschießen mussten, wo wir merken mussten, okay, das war Dr. Quack, dann war das der Rote, dann war es der Gelbe. Irgendwo eine Röhre rein. Ne, das nicht. Aber das haben wir ja noch nicht geschafft. Oh ja, ich versuch's noch mal kurz. Dieser Part endet, wenn wir alle haben. Alle Dinger. Alle 100. Du meinst... Genug. Alle sind's ja nicht. Hey, seit wann sind die auch hier drin? Waren die am Anfang halt, aber ja. Kannst du das mit dem Schild vielleicht besser machen? Vielleicht ist das der Trick mit dem Schild. Nein. Wow. Da habe ich auch keine Ahnung, was hier gewollt ist. Das ist gewollt. Einfach nur gut sein. Stimmt, man hat ja gar keinen Ganzen gekriegt. Das habe ich vergessen. Tja, deswegen wollte ich ja, wie gesagt, das auch anders machen. Guck, wo das Schwein hin soll. Nein, ich will den letzten Geist erstmal haben. Da habe ich eben auch was gesehen, wo du noch was aufschießen konntest. Ja, ich weiß nicht mehr, genau das war. Ah, nee, ich meine nicht so ein Ding. Ich meine, wo so ein Fels im Weg war, der bröckelig ist und dann konntest du da rein. Das war irgendwo so relativ weit oben. Ja, da haben wir doch jetzt schon 100. Brauchst du 5 oder brauchst du 10? Du brauchst doch 10. Ja, ist doch egal, dann haben wir doch alles. Hä? Ja, dann müssen wir ja auch noch den Ghostwriter finden. Ja, müssen wir doch nicht. Wir haben doch jetzt 99 schon. Haben wir schon. Ah! Nee, 98. Okay, ja gut, dann beenden wir das mit dem Ghostwriter. Dann musst du dich aber zurückverwandeln. Guck mal, wo der Start ist und geh dann links. Ich muss jetzt eh zum Start. Das meine ich aber nicht. Das ist nicht dieses Memory, das ist wirklich dieses... Du weißt, was ich meine. Da ist der Start. Da ist es. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Na gut. Wo denn? Im vierten Raum. Oh. Quark, rot, grün, gelb. Aber wir können fliegen, super. Quark, rot, grün. Das ist nicht gelb. Gut, auf zu Raum 2. Na gut, das müsstest du erstmal wissen, was die Kombi ist. Die steht nämlich da unten wieder.
Grün-Rot, Quack-Lila. Extra. Grün-Rot, Quack-Lila. Grün, Rot, Quack, Lila und Rex. Drei. Und dem Raum danach. Rot, Grün, Blau. Rot, Grün, Grün, Blau. Da steht in der Nähe von diesen Pillars, sind das diese, ja, auf diesen Dinger oben drauf oder unten in der Nähe. You have to use ice, also das Eis, and den Slurp Shot to claim him. Ich würde sagen, nee. Gehen wir in sein Eis. Ja, und jetzt müssen wir nochmal zurück zu Casino auf Casino Boss. Jetzt auf den Rückweg, ich habe jetzt keinen Bock noch weiter zu machen. Chef, ihr habt genug. Dann geht's jetzt aber wirklich im nächsten Part zum Endboss. Ja. Hier ist das letzte. Gib mir noch eine Page, bitte. Easy. Guck mal, ob wir jetzt wirklich 100 haben. Ja. Yep. Gehen auch dann, wo dein Boss ist, einfach in ein paar, damit er noch ein bisschen gestreckt wird. Dann gehen wir jetzt noch zum Chef und im nächsten Part hauen wir ihn auf die Fresse. Ja. Zu halb. Wir haben jetzt alle Leben, also so ganz schlecht ist es wahrscheinlich doch nicht, dass wir das noch machen mussten. Also wird alles gut sein. Sollten wir es einigermaßen gut hinkriegen, hoffentlich. Sollte so sein. Wir hoffen das. Aber es gibt ja schon wieder schon Leute, die so denken, oh nein, die schaffen das eh nicht, der ist so schwer. Ja, oder auch nicht, mal gucken. So, oh, der ist so leicht. Who knows? Das ist die Frage, wird Jan den Weg zu ihm finden? Wird er jetzt, warum ist der Stream pausiert? Warte ganz kurz, ich will einmal kurz einen Funfact noch droppen. Und zwar, ich habe fast 18 Stunden Spielzeit nur. Ich hätte mehr erwartet. Sie sagt nur 18 Stunden. 18 Stunden? Kommt der hin bei ein bisschen mehr als 30 Parts? Alles gut. Oh, nee. Ich würde sagen, wir bald noch das Lebenstonikum, oder? Ja. Wo sind denn Helvery Towers? Sind die da rechts nicht? Nee, ich war doch hier. Wir müssen noch weiter da hinten. Ja. Über den Wolken. Nur die Freiheit voll grenzen los. Okay. Och, Capital E, laber doch nicht immer so. Du bist eh bald Geschichte.
Auch wenn man das nicht genau nehmen darf, weil du lebst dann wahrscheinlich noch, aber egal. Er lebt nicht wahrscheinlich noch, er lebt noch. Er macht ja im zweiten Teil wieder Stress. Ja, auf jeden Fall werden wir im nächsten Part hier durch diese Tür schreiten, diesmal wirklich. Und werden uns gegen ihn versuchen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und schaltet dann der, weiß ich nicht, vielleicht und wahrscheinlich finalen diesmal wirklich Folge von Let's Play Ukulele wieder ein. Also bis dahin, tschüss. Tschüss.